Herr Bojadan, wünsche ich Ihnen. Wir blicken auf den Dow Jones. Das ist auch momentan recht spannend. Wir sehen nämlich, dank der Bank of Japan, muss man sagen, ein neues Allzeithoch. Was machen Sie denn momentan aus der Sache, aus der Lage beim Dow Jones? Ja, erstmal wunderschönen guten Tag, Marco, und wunderschönen guten Tag, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, also grundsätzlich hatte ich ja heute Morgen schon den DAX auch ein bisschen zusammengefasst, aber auch hier das Thema, was den amerikanischen Leitindex betrifft, ist natürlich, was die enorme Volatilität, die hier betrifft, im Moment charttechnisch, zumindest was jetzt diese letzten starken Aufwärtsbewegungen betrifft, überhaupt nicht in das Chartbild reinzulegen, beziehungsweise auch irgendwie konform mit dem Ganzen. Das will heißen, dass wir, wenn wir uns gut erinnern, als wir noch vor einigen Handelswochen knapp bei 17.100 Punkte waren, entsprechend die Märkte um 15.800 Punkte durchgedrückt worden sind. Das ist natürlich auf breiter Palette in allen charttechnischen Bereichen sogenannte Verkaufssignale gab. Und die starke Aufwärtsbewegung in den letzten zwei Wochen, die uns jetzt sozusagen also einen Dow Jones Stand bei 17.300 knapp 60 Punkte zum aktuellen Stand bringen, ist natürlich im Moment relativ schwer zu sagen, ob das letzten Endes zwei Szenarien. Entweder wir haben ein gefaktes Signal nach unten bekommen, das heißt, wer hat da verkauft, dass der Markt so stark gefallen ist? Und die Kehrfrage ist natürlich, wer kauft wieder da unten, um die Märkte so stark nach oben zu treiben? Also letzten Endes bedingt durch diese 1500 Punkte Schwankung innerhalb von vier Wochen, einmal nach unten, einmal nach oben, bleibt das Gesamtbild im Moment etwas schwierig. Dennoch bin ich weiterhin äußerst pessimistisch gegenüber dem Markt, nicht aus Trotz, sondern einfach rein aus den ganzen Bewegungen. Das kann einfach nicht gesund sein, wenn ein Markt so radikal, so stark nach oben getrieben wird, wobei reguläre Angebot und Nachfrage nach wie vor im Markt nicht vorhanden ist. Das heißt, es kann also nur seitens der Notenbank gesteuert worden sein. Und ob das gesund ist und nachhaltig seinen Trend weiterhin fortsetzen wird, mag ich einfach auf diesen aktuellen Niveaus bezweifeln. Deswegen rate ich weiterhin den Anlegern, sich nicht zu groß ans Fenster rauszulehnen und vor allem auch nicht zu groß an den Optimismus ranzugehen. Das wird früher oder später so dermaßen in sich zusammenbrechen, dass wir uns wünschen, dass der Markt lieber gesund konsolidiert, korrigierte Eisen statt mit solchen gewaltigen Bewegungen nach oben hin ausgedehnt ist. Also zusammengefasst, es bleibt schwierig, ich bleibe weiterhin bärisch, kann mir aber im Moment die aktuelle Bewegung im charttechnisch nicht erklären und das muss man einfach mal nächste Woche abwarten, wie sich die Bewegung nachhaltig zumindest mal auswerten lässt. Sami Bojadan, mahnt zur Vorsicht, besten Dank für Ihre Einschätzung. Ja, vielen Dank. Wir blicken jetzt